kennen Sie das vielleicht auch, Sie sitzen zu Hause während der Quarantäne, alle Massagepraxen sind zu und man darf jetzt nicht rausgehen, aber nichtsdestotrotz hat man das Bedürfnis, sich massieren zu lassen. Viele würden vielleicht auf teure Massagegeräte Props setzen, vielleicht wie diese Black Roll Orange, die auch die Faszien löst und entspannt, aber man muss nicht so weit gehen, man geht einfach in die Küche, holt sich so eine Flasche, ob das jetzt Saft ist oder eine Wasserflasche ist, und das ist bereits ein sehr gutes Werkzeug, um sich massieren zu lassen. Zum Beispiel in folgender Technik, einfach wie ein Nudelholz drauflegen und entlang der Muskulatur massieren. Gut? Entspannt? Okay, also die langen Rückenmuskeln kann man sich so hier massieren lassen als eine Partnermassage, Partnerbehandlung. Aber nicht nur das. Auch die Beinmuskulatur lässt sich so sehr gut massieren, also wie Sie sehen, mit ganz einfachen Hausmitteln. Also hier Hüfte, Oberschenkel. Die Kniekehle lassen wir aus, die lassen wir stehen, da drücken wir nicht drauf, aber auf der Wade wird es auch ganz angenehm, oder? Wie ja, fühlen gut. Sie sich? Gut. Okay, hier Wade, eine Seite, andere Seite. Gute Massage. Wie Sie sehen, alles ganz einfach und man braucht keine professionelle Massageausbildung, um das zu Hause selbstständig zu tun. Die nächste Übung, die ich Ihnen zeigen wollte, ist so eine Punkt-Bauchmassage. Idealfall rechte Seite, da wo die Leber und die Gallenblase sich befindet, einfach hier unter die rechte Rippe den Flaschenhals mit einem angemessenen Druck reindrücken, also nicht zu fest. Angemessen soll es sein. Wenn Sie Schmerzen empfinden, dürfen Sie leicht bei diesem Schmerz bleiben. Also der Schmerz soll aber nicht zu stark sein, also kein stechender, kein brennender Schmerz, sondern leichte Schmerzen kann man dabei empfinden. Das ist in dem Fall, wenn sich die Gallenflüssigkeit staut. Und so kann man die Gallenblase aktivieren und das gesamte Verdauungssystem dadurch. Okay, gut. Weiter haben wir gemacht oben als Selbstmassage, kann jeder Oberschenkelmuskulatur, also hier diese abrollenden Bewegungen, am Schienbein eher weniger, also da wo große Muskelgruppen sich befinden, weiche Muskulatur. Wenn Sie am Schienbein arbeiten, dann setzt das Bein so ein bisschen so um auf die Seite und seitlich am Schienbein, also mit einer folgenden Technik, kann man sich auch Abfall verschaffen, vor allem wenn man viel trainiert hat nach dem Joggen, wenn man einen Muskelkater bekommt, also diese Übungen sind sehr wohltuend. Noch eine weitere Idee, dass man hier sich die Fußsohlen massiert, einfach die Flasche und rollen, eine oder beide Füße gleichzeitig, und das kann man noch erweitern, die Massagetechnik hier. Sie dürfen um die Flasche eine harte Schnur oder eine Perlenkette oder sonstiges binden und bekommen hier gleichzeitig so eine Punktmassage, reflexogene Massage, und aktivieren so so ziemlich alle Organe im Körper, wenn Sie die Flasche halt modifizieren und umbauen. Wie gesagt, Perlenkette, eine Schnur oder sonstiges drauf, und auch hier einfach hin und her rollen am Fuß. Hier die nächste Technik, die Wadenmuskulatur, hier auch einfach vor zurückrollen, das Bein kann man hier dabei so ein bisschen drehen, zu einer Seite und zur anderen Seite. Okay, das ist auch sehr angenehm und löst sehr gut den Muskelkater. Okay? Und sogar für den Rücken eignet sich dieses einzigartige Werkzeug. Sie gehen einfach drauf, legen die Flasche unter den Rücken, stützen sich ab mit den Ellbogen und rollen hier genauso selbstständig nach vorne
und nach hinten. Achten Sie dabei, dass die Flasche nicht auf der Wirbelsäule entlang rollt, nicht auf die Wirbelsäule drückt, sondern ihr seitlich der Wirbelsäule sie hier auf den Rückenmuskeln rollen. Und natürlich auch die schrägen Bauchmuskeln hier seitlich. Das ist auch ganz angenehm und ganz gut. Wie ihr seht, hat man jetzt den Spaß davon gehabt, den Inhalt zu trinken, und mit der leeren Flasche kann man sich noch eine Selbstmassage machen. Wenn man die Flasche dann zurückbringt in den Laden, wenn der Pfand drauf ist, kriegt man sogar noch einige Cent zurück. Das war's heute mit unseren neuen Ideen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es zu Hause nach, schreibt es in den Kommentaren, wie es bei euch funktioniert hat. Abonniert unseren Kanal und bald gibt es neue Ideen, neue Videos zu Themen Gesundheit, Yoga und eine gesunde Lebensweise. Danke.